Die Plasmanitrieranlage zur Erzeugung nitrierter Oberflächen ist für eine breite Palette von Werkstücken und Werkzeugen geeignet. Die vorhandene Tandemausführung der Anlage mit zwei Retorten verschiedener Abmessungen lässt das Nitrieren von Bauteilen unterschiedlichster Geometrie zu. Die Einsatzmöglichkeiten der Plasmawärmebehandlung erstrecken sich grundsätzlich auf alle Maschinenteile oder Werkzeuge, die aus Stahl, korrosionsbeständigen Werkstoffen oder Gusseisen bestehen.